Der Clip ist der zweite Teil einer Zusammenfassung einer 7-tägigen romantischen Rhein-Mosel-Flusskreuzfahrt. Diesmal geht es Rhein abwärts bis nach Koblenz und anschließend Mosel aufwärts bis nach Bernkastel-Kues. Weiters werden Trier besucht und es gibt einen Tagesstopp in Cochem. Am vierten Tag der Reise verlässt die Arosa Silva Rüdesheim früh morgens und beginnt ihre Fahrt durch das romantische Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal zurück nach Koblenz. Beiderseits des Rheins bilden zahlreiche Burgen ein eindrucksvolles Spalier und blicken stolz und erhaben in das Tal. Waren über lange Zeit die Burgen durch Kriege zerstört, von den Besitzern auf und im Verfall preisgegeben und zu Ruinen verkommen, ließ die Epoche der Romantik die alten Gemäuer wieder neu erblühen. In der Zeit vom Ende des 18. Jahrhunderts bis weit hinein in das 19. Jahrhundert wurden die alten Mauern restauriert und teils sogar neu aufgebaut. Die Lorelei war eine gefürchtete Passage im Bereich des Rheins. Sandbänke und Felsklippen bildeten Strudel und unberechenbare Strömungen, die vielen Rheinschiffern zum Verhängnis wurden. Vor rund 70 Jahren wurde die Fahrrinne von den Hindernissen befreit und die gefürchtete Passage entschärft. Langsam nähert sich die Arosa Silva wieder Koblenz. Im Bereich des deutschen Ecks verlässt das Schiff den Rhein und steuert in die Mosel. Die Mosel schlängelt sich meanderartig zwischen Eifel und Hausrück hindurch. Circa 400 Kilometer ist der Fluss für Lastkähne befahrbar. Erreicht wurde dies durch eine künstliche Vertiefung der Fahrrinne auf ca. 3 Meter und durch insgesamt 28 Staustufen. Bernkastel-Kues ist die älteste bekannte Siedlung an der Mosel. Das Cusanusstift wurde vor mehr als 550 Jahren als Armenhospital gegründet und ist heute ein Seniorenheim. In den Kellergewölben des Stifts befindet sich eine beachtliche Vinothek mit rund 150 verschiedenen Weinen, die zu verkosten sind. Die Hauptattraktion der Stadt ist der Marktplatz mit seinen Fachwerkhäusern und dem Renaissance-Rathaus. Beherrscht wird der Ort von der Burg Landshut, von der der Gast einen schönen und freien Blick auf das Moseltal hat. Heute steht Trier auf dem Programm. Von Mehring aus geht es per Bus nach Trier. Gleich vorweg, ein Kurzbesuch dieser Stadt lässt nur erahnen, welche Schätze hier verborgen sind. Wer Trier kennenlernen möchte, sollte sich zu einer zwei- oder dreitägigen Städtereise entschließen. Der letzte Tag der Reise führt uns nach Cochem.
Das Wahrzeichen der Stadt ist die Reichsburg. Nach ihrer Zerstörung im 17. Jahrhundert wurde sie von einem Berliner Kaufmann zwischen 1868 und 1877 im Stile der Neugotik wieder aufgebaut. Ich übergebe das Mikrofon an Marie-Lou. Ein Besuch der Burg ist jedenfalls empfehlenswert. Hat man von der Burg doch wieder einen herrlichen Blick in das Moseltal. Beeindruckend während eines Stadtrundganges sind die noch erhaltenen Reste der Stadtbefestigung. Das Fuchsloch ist das kleinste der vier Stadttore. Schlussendlich werden die Gäste der Arosa Silva völlig überraschend von der Stadtkapelle verabschiedet. Wenn dir der Clip gefallen hat, teile ihn mit Freunden. Weitere Reiseerzählungen findest du auf meiner Playlist Reisevideos Klebowski auf YouTube.